Hey Leute und willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video und ganz ehrlich, dieses Video ist das vielleicht wichtigste, was ich jemals gemacht habe und eigentlich hätte ich es schon vor Ewigkeiten machen sollen, denn es geht um die richtige Aussprache der Charaktere und zwar die aus Mondstadt, ich glaube die sind alle ziemlich einfach, aber die aus Liyue sind mega schwierig, denn ja, ich wurde in meinem letzten Video zu Xiao, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich ihn falsch ausspreche und sowas nagt natürlich an meinem Selbstvertrauen und an meiner Seele. Also muss ich natürlich direkt recherchieren, wie spricht man es denn endlich richtig aus? So, und dabei haben wir natürlich geklärt, dass auch derjenige, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, es auch falsch ausspricht. So hatten wir beide was davon, so konnten wir beide dazulernen, wie man den Namen richtig ausspricht. Und deswegen will ich dieses Video hier dazu machen, zu diesem Thema. Und nicht nur Xiaos Namen, denn er wird Xiao, keine Ahnung, wir werden es gleich nochmal sehen, ausgesprochen, ist mega schwer. Es ist nicht Xiao oder Xiao oder Xiao, von daher, das werden wir in dem Verlauf des Videos auf jeden Fall nochmal vernünftig hören. Und dazu aber halt auch noch weitere Namen, ne? Also aus der Liyue-Region, von weiteren Charakteren und so weiter, damit wir endlich wissen, wie spricht man sie denn endlich aus. So, und dafür habe ich Folgendes vorbereitet. Ich habe folgendes Video gefunden von einer amerikanisch-chinesischen, sehr sympathischen jungen Dame. Ich habe auch schon geliked natürlich, ich werde dieses Video verlinken. Tut mir einen Gefallen, bitte geht auf dieses Video, klickt bitte auf den Link und lasst ein Like da, denn das Video ist super gut gemacht. Es hat mir persönlich schon geholfen, das ist auch einfach zu hören, sie macht das mega und ja, wie gesagt, sie verdient da auf jeden Fall Support. Ich habe es auch kommentiert hier, ich habe ihr gesagt, dass ich das Video benutzen werde für die deutsche Genshin Impact Community, um uns halt einfach zu unterstützen. Und ich habe mir hier sogar die einzelnen Charaktere nochmal rausgeschrieben. Das heißt, ihr könnt auch meinen Kommentar einfach nutzen. Falls ihr ihn dort irgendwo finden solltet, natürlich. Bei mir ist er natürlich ganz oben. Um halt zu den Charakteren zu kommen. Aber ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal anfangen. Ich würde euch vorschlagen, sprecht es einfach gleich mal mit. Wie gesagt, sie hat hier die Region und einzelne Charaktere aufgeführt, die sie gleich auch ausspricht. Und sie spricht das wirklich richtig gut aus, wie ich finde. Ich werde versuchen, es auch nachzusprechen. Und vielleicht können wir das ein oder andere aus dem Video mitnehmen. Macht es einfach mit. Ansonsten, wie gesagt, macht es im Nachhinein nochmal. Aber ich würde sagen, lasst uns doch einfach mal anfangen und mal reinhören. We'll start actually with just the main region name, which is Liyue. Slowing that down a little, that is second tone and then fourth tone. Liyue. Liyue. Also es ist nicht irgendwie Liyue oder Li. Liu, Liu sagen auch, glaube ich, viele im Deutschen. Liu. Ich gehe nach Liu oder so. Nein, es ist Li und dann Yu. Also ein Ü irgendwie in der Mitte. Das U ist wie ein Ü. Liyue. Also ich finde die Sprache echt kompliziert, aber faszinierend. Vor allem, sie spricht akzentfreies Englisch und haut da Chinesisch raus. Mega geil. I do usually hear people say Liyue, which is really close. You're just missing the Y sound. So to break that down a little bit more, Li is easy, right? It's like the same as L-E-E, like a common English surname here. But the Yue part, I think people struggle with. So to break that down, it's Yue. 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 Also, man, wenn man sie hört, denkt man, ja, okay, verstehe ich. Aber dann will man selber aussprechen und man hat voll die Blockade im Hals irgendwie. Also Liyue. So würde ich versuchen, es in Zukunft auszusprechen. Liyue. Irgendwie so. Vor allem, man will ja auch nicht jedes Mal dabei stocken, sondern man will es ja auch schnell und flüssig sagen. Ah, das wird auf jeden Fall noch eine Herausforderung. Ich werde natürlich alles, was ich in diesem Video gelernt habe, werde ich versuchen zu adaptieren. Ja, mal gucken, wie es mir gelingt. Lass uns mal bei Zhong Li reinhören. Yue. Moving into the characters then, we'll start with the man himself, Mr. Zhong Li. Ja, es ist the man himself. Es ist der Husbando. So Zhong Li's name, I think the hardest thing is the first character, right? So starting with the ZH sound, it's kind of like a hard CH sound if you added a little bit of like a Z sound into it. So if you went from like chicken, like ch, to ch, 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 the second part is O-N-G, ong, ong. Worthy of note here is it's not a short O sound like a lot of people default to as English speakers. It's really a long O sound. So ong, okay. Ong instead of ong. Zhi ong, zhong is how that strings together. Zhong, and then the second one is just Li again. Zhong Li. The characters of his name are actually... Okay, also Zhong Li, ich habe glaube ich immer Zhong Li gesagt. Ich würde jetzt versuchen halt Zhong Li zu sagen. Zhong Li, irgendwie so. Ah!
Es macht mich wahnsinnig. Okay, die anderen Charaktere, die haut sie eigentlich so jetzt durch. Sind ein paar auch sehr interessante Varianten dabei. Wir fangen mal mit Ching-Chou an. Now let's speed run through the rest of the characters, okay? Xing-Chou. Ching-Chou. Ching-Chou. Und nicht Ching-Chui oder wie, ich glaube, Sonja sagt immer Ching-Chui oder so. Auch nicht Xing-Chiu oder so oder Xing-Chiu. Es ist Ching-Chou. Second tone and then first tone. The way it breaks down is Xi Ying Xing Xing Qiu Qiu Xing Qiu. Es ist ein O am Ende, ne? Also für uns Europäer ist da ist ein U, okay, ein Strich ist da, das, den Strich sehen wir gar nicht. Im Spiel glaube ich sowieso nicht, aber da ist ein U, also sagen wir, der heißt Q. Aber es ist irgendwie ein O am Ende. Xing Qiu. Chong Yun. Das fand ich super heiß. Dass das U wieder ein Ü ist, wie bei Li Rui, also Chong Yun. Chi Ong Chong Yun. Ich glaube, ich werde immer noch Chong Yun sagen, aber Chong Yun, Chong Yun, sage ich Chong Yun, Chong Yun, Chong Yun. Ach, voll kompliziert. Yun, Yun, Chong Yun, Chong Yun. Bei Dou. Das ist einfach richtig. Bei Dou. Bei Dou. Bei Dou ist. Das finde ich eigentlich noch einfach. Vielen Dank, dass es auch mal einfache Namen gibt. Beidou. Nicht Beidou oder so. Beidou. Also O-U so gesehen. Das hört man anscheinend. Also Beidou. Hard to break that name down. It's just, that's just how it is. Ning Guang. Das finde ich richtig kompliziert. Ning Guang. Also allein dieses Guang. Also ich kriege das nicht annähernd aus meinem Hals raus, so wie sie das macht. Das ist so genial. Das ist so geil. Und auch dieses I, es ist nicht Ning, sondern Nying. Es ist wie, ja, also Nying. Es ist voll schwierig. Oh nein, jetzt habe ich wieder, bin ich an den Anfang gegangen. So, ist gut, dass ich mir hier die Timestamps reingemacht habe. Nying Guang. Nying Guang. This one might be a little harder. The Ni is kind of like a, instead of like a clean N sound like we get in English, your tongue is really on the roof of your mouth. So it's Nying, Nying. Ich werde weiter Ning almost sagen. Like a Nya, Nya. Nying Guang. Ni Ying, Nying Guang. Ich finde dieses Guang, das klingt bei ihr einfach, als hätte sie einen Verstärker im Hals. Das klingt so genial, finde ich. Aber ich werde weiter Ning Guang sagen. Ich denke, es ist nah dran, für einen Europäer sicherlich okay. Aber wenn ihr es richtig machen wollt, ihr habt ja die Anleitung dafür. Guang. Ning Guang. Chi Chi. Finde ich auch sehr spannend. Es ist nicht Chi Chi, sondern Chi Chi. Also, man hat die Zunge ganz anders. Versucht mal Chi Chi und Chi Chi zu sagen. It's very easy. That's it. Chi Chi. Ke Qing. Super interessant. Wir sagen immer Keqing oder so oder Keqing oder so. Es ist Keqing. Sie macht das gleich nochmal. Es kommt voll von ihr hinten. Keqing. Ke. Ke. It's like an sound at the back of your throat instead of e. Ke. Keqing. Keqing. CH sound for the Keqing. Q. Chi ying. Qing. Keqing. Xiangling. 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 Xiang. Ah, es geht auch noch. Ling. Xiangling. And one last good boy. Und jetzt kommt Xiao. 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 Also es ist kein Xiao, es ist kein Xiao, es ist kein Xiao. Xiao. Also, ah. Xiao. And that's it. Thank you for joining me on this somewhat educational video. Also ich fand's mega gut. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, euch hat das Video genauso geholfen wie mir. Also ich weiß nicht, ob es mir geholfen hat. Auf jeden Fall werde ich mir mehr Mühe geben, die Namen richtig auszusprechen. Auch nicht mehr Xiao oder Xiao oder sozusagen, sondern wirklich Xiao. Und auch bei anderen Charakteren. Also ja, ich werde das Video wahrscheinlich noch ein paar Mal hören und einfach nur dran verzweifeln. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mal so ein Video zu sehen. Und vielleicht bringt euch das auch was. Habt euch, ja, lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob ihr euch ab jetzt auch Mühe geben werdet, diese anders auszusprechen. Oder ob ihr, wie gesagt, das interessant fandet, mal zu hören, wie die Namen richtig ausgesprochen werden. Weil, ja, sie ist auf jeden Fall ein Native Speaker. Sie sollte wissen, wie es funktioniert. Und ich finde, es klingt einfach, es klingt mega, ne? Also ich würde niemals jetzt behaupten, dass sie es falsch ausspricht, weil ich weiß es eh nicht besser. Und so wie sie es macht, klingt das einfach perfekt aus meiner Sicht.
Von daher, ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat so ein Video auch mal gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten. Bis dahin, macht's gut.